Bayern und gleich bei Göttingen. Kfz-Mechaniker von Beruf, die sagt ja, heranzukommen. Dritter im Gesamt im letzten Jahr wurde vom Heimdekor Racing Team in Speyer genannt, Herbert Rostek auf dem Jeromatsch. So sah es also im letzten Jahr aus. Ingo Sebold ist mit seinem Porsche letztes Jahr nicht in die Ränge gefahren. Zweiter in der Klasse wurde Karl-Heinz Becker aus Steinhagen. Und er ist ja mit dem momentan an zweiter Stelle liegenden Polo-Auto da und fährt so hier der Herbert Hoffmann. Dann ein bildschönes Auto, ein Simca, richtig fertig gemacht nach der Gruppe H von Helmut Bleker. Dann dieser rote Fiat 127 Thomas Bergmann. Vom Hexenteam. Klaus Koch aus Dreieich mit dem Jeromatsch VW. Also dort ist also ein wassergekühlter Golfmotor. Kerzen brillen? Ja.
das Auto hörte ja mal Karl-Heinz Kandinsky. Viele Zuschauer sehen vor Jahren als Karl-Heinz Kandinsky im Training auf. Nummer 177, Thomas Becker, Student, Maschinenbau, kommt aus Oerlinghausen, 640. Und dann gleich wieder Startnummer 198. Ja, ist das nicht wie Bolt wie die 30er Porsche. Argentinischer Staatsangehöriger, ist 1961 in Buenos Aires geboren. Und sein Spiel 1600. Und er ist vor über 10 Jahren mit den Eltern wohnhaft in Bremen. Zurück. Ich habe mir also schon Haken und Ösen gemacht, damit ich da also nicht verkehrt mache. Pedretta ist leider nicht erschienen.
Frage. Thank you.
seiner Räucherkammer in Anführungsstrichen ist nicht angetreten. Jan vom Clubsport, er bekannt. Ich habe gesagt, 24 hier drin, ich denke, bei 30 war ich.